Hallo und herzlich willkommen zurück bei Witcher, wo wir in einem Monsterlager einen Vampir zur Strecke gebracht und ein komplettes Set von einer Greifenrüstung gefunden haben. Ich muss gerade gucken, Alchemie, hier können wir auch mal reingucken, und zwar haben wir dieses Ekima-Absud gefunden und es ist ein Relikttrank, der Feinden zugefügter Schaden regeneriert Vitalität. Also quasi Lifesteal, wenn man das so sagen darf. Und dafür brauchen wir ein Ekima-Mutagen. Und ich meine, das haben wir doch gerade bekommen. Aber scheint nicht so. Außerdem würde uns eine Araunenwurzel fehlen. Davon haben wir auch nicht genug. Wir können ja mal so reingucken, was wir für Absurde benutzen oder herstellen können. Gar keine, okay. Wir können ein blaues Mutagen herstellen. Stellen wir mal so viele her, wie es geht. Damit können wir nämlich große blaue Muttergene herstellen. Und ich glaube, eine kathetische Bombe können wir bauen. Die haben wir noch nicht. Wir bauen alles, was wir noch nicht haben. Oder braun, eher gesagt. Bestienöl. Drakoidenöl haben wir gefunden, das wissen wir noch. Verbessertes Bestienöl sogar. Hätten wir das andere gar nicht machen müssen. Verfluchtenöl machen wir noch drauf. Jetzt haben wir uns tränkemäßig sehr, sehr gut ausgerüstet. Nur Waffenschmiede können Waffen und Rüstungsschmieden können Rüstung herstellen. Suche nach Symbolen, die nach Standort auf der Karte in den Minikon. Okay, wie Axtkämpfer. Handschuhe sind besser, brauchen aber nur eine höhere Stufe. Ich will mir eigentlich nur gerade mal das Greifenset angucken, wenn ich ehrlich bin. Wir haben hier Schema Axtkämpferhose, Fährtenleserhose und. Und hier, Greifenhose, verbesserte Greifenhose. Stufe 11, die können wir sogar besitzen, und 18 ist gar nicht mehr so weit weg. Und die sind beide besser. Also ein Grund. Sidarische Kavallerierüstung. Auch besser wie das, was wir haben. Stufe 6, 14. Also auch nicht mehr so weit weg. Also ist ein Besuch bei einem Schmied. Würde sich auf jeden Fall lohnen, sehe ich gerade. Greifenstahlschwert, das können wir sogar schon benutzen, hat aber weniger Schaden. Vipernstahlschwert haben wir auch schon geschmiedet. Greifenstiefel. Ist auch besser, und auch unsere Stufe. Das heißt, wir können uns das Ganze tatsächlich auch anziehen und schmieden. Wir stecken mal unser Silberschwert mal weg, einfach weil wir es können. Laufen hier mal weiter durch. Es ist gerade ein bisschen... Was ist das denn? Eine Illusion. Eine Illusion. Jetzt können wir ja mit dem, was wir von... Mit dem Auge, was wir von... Ach, wie hieß sie noch? Kehra bekommen haben. Oh, hell, grell, Licht. Können wir diese Illusion brechen und wieder an die Oberfläche treten und dort... Sehen wir gleich einen Drachen oder etwas ähnliches. Was ist denn bitte los? Jetzt mal ehrlich, was ist bitte los? Wir finden... Also, dass wir diese zwei Fragezeichen aufgesucht haben, war also eine der besten Ideen, die wir hatten. Wir haben einen... Wir sind zwar weggerannt vor einem... Waldschrat. Ich habe eigentlich nur positive Verbindungen mit Waldschräte. Einen Level 9 Vivian, die werden wir uns auch noch gönnen. Dafür gerne Axi, damit sie gedankenbeeinflusst ist. Komm her. Ich verzaubere deine Gedanken. Okay, ich habe gedacht, wenn wir das machen, fliegt sie zum Boden. Ich weiß nicht, ob wir Bestienspiel dafür brauchen. Warte mal. Ist das nicht die gleiche Vivian, wie wir schon mal... hatten? Das ist doch das Krähennest, wo wir von Hansi die Stimme wiedergeholt haben. Oder meine ich das nur? Huch. Ich meine, das ist das Krähennest, wo wir von Hansi die Stimme bekommen haben. Ja, das ist die Stelle. Cool, wie sich das alles so zusammenfügt. Auf jeden Fall habe ich an einen Waldschrat denke, da habe ich eine positive Erinnerung. Denn in Herr der Ringe, in Herr der Ringe, der Waldschrat, Drachentötergrotte, so hieß das Ding. In Herr der Ringe, der Waldschrat hieß, ach, da können wir hinreiten, oder? Ein bisschen die Gegend genießen.
in Herr der Ringe, der Waldschrat, das war nämlich der Tom Bombadil, der die kleinen Hobbits aus dem Sumpf befreit hatte, wo sie fast von einem Baum getötet worden wären. Die Leute, die nur den Film gesehen haben, wissen das nicht. Denn das ist eine Sache, die in den Film herausgenommen wurde. Also nur nachzulesen in Büchern. Oder in den Büchern von, oder der, ja doch, in den Büchern der Herr der Ringe. Sehr, sehr schön geschrieben. Sehr, kann ich nur empfehlen. Und Tom Bombadil, der Waldschrat, ist eben der Herr des Waldes. Mit einer wunderbaren Schönheit verheiratet. Und er hüpft den ganzen Tag rum, singt Geschichten. Und ist einfach ein sehr, sehr sympathischer Kerl. Und hat einiges auf dem Kasten. Und sehr, sehr weit weg von der Vorstellung, was wir gerade da gesehen hatten. Gerade nicht. Für euch ist es ja schon eine Folge her. Von dem Waldschrat, was wir da gesehen hatten. Das ist schon was anderes. So, hier ist ein Lager. Ist das für uns ein Interesse? Haben wir schon geplündert, aber dort hat sich ein Bär eingenistet. Lassen wir den Bären dort nisten. Wir haben jetzt eigentlich kein Problem damit, den Bären leben zu lassen. Ist doch schön, dass wir das Banditenlager geräumt haben, so dass der Bär jetzt in Frieden dort leben kann. Wir haben ja nichts gegen diese wilden Tiere im Allgemeinen. Nur wenn sie uns angreifen oder lukrativ sind für uns, dann gibt es keine andere Möglichkeit. Aber in diesem Moment ist uns dieser Bär eigentlich herzlich egal. Und wir reiten ganz, ganz schnell wieder in dieses Sumpfgebiet hier. Und stopp, Plätze. Überhaupt nicht. Hast du nicht gehört, was der Jäger gesagt hat? Dass sich da ein Monster rumtreibt? Ja. Und womit soll ich die Hütte heizen? Mit Kupflagen? Wir haben keine mehr, seit man uns das Vieh gestohlen hat. Schön. Ja. Ich mag es immer noch, mir die ganzen Gespräche anzuhören. Und jetzt bin ich gespannt. Noch einer? Verschwinde. Mir fällt gerade was ein. Entschuldigt, Freunde, mir fällt doch gerade was ein. Tagebuch des Hexers Georg haben wir doch gefunden. Als ich das Gerücht über einen Drachen vernahm, eilte ich sofort nach Wählen. Leider musste ich von den Präfekten von Gors Wählen und meiner Jagd weggeholt. Sie wollten meine Expertenmeinung in einem rätselhaften Fall hören, bei dem eine Reihe von Schiffbrüchigen möglicherweise auf das Tun von Nachterscheinungen zurückzuführen waren. Offenbar schien ein Drache, der das Land verwüstete, nicht so wichtig wie eine blockierte Handelsroute. Glücklicherweise konnte ich das Rätsel um den einsamen Leuchtturm schnell lösen und mich erneut an die Fersen des Drachen heften. Ich habe erfahren, dass die Bauern aus den zerstörten Dörfern in den Elfenkatakomben unter dem Sturmsee Zuflucht gesucht haben. Klug. Doch sie waren nicht klug genug, Feuerholz mitzubringen. Und haben die Manuskripte der Elfen verbrannt, um sich zu wärmen. Mir blutet das Herz bei dem Gedanken daran, was für ein Wissen über das Erlenvolk mit diesen Flammen aufgegangen ist. Zumindest haben einige Manuskripte überlebt, darunter auch einige sehr interessante Zeichnungen von Rüstung. Doch genug davon. Augenzeugen haben berichtet, helle Schuppen, Hüfthöhe 2 Klafter, Länge 5 Klafter, Addendum, geschätztes Gewicht rund 14 Quintal. Ist in der Lage, länger als eine Viertelstunde eine hohe Temperatur in Drachenlungen zu halten. Fazit, wir haben es mit einem grünen Drachen zu tun. Beginne mit der Jagd. Cool, jetzt haben wir wahrscheinlich wieder... Genau, Schatzsuchen, Greifen, Schulausrüstung, die haben wir gefunden eigentlich. Also müsste sich jetzt die Quest direkt wieder erledigen. Oder auch nicht. Hier ist eine Quest vom Dorfältesten. Nehmen wir an, aber zuerst gehen wir hier rein und sprechen mit Dolores. Und es ruckelt kurz. Das liegt an den... Oh, Entschuldigung. Das liegt an den Nvidia Hairworks. Nur um das kurz mal zu erläutern. Du bist zurück? Was ist aus meinem Haus geworden? Es ist dort jetzt sicher. Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden mit meinem Schatz? Ja, eine ziemlich großzügige Belohnung. Du hast dir alles redlich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiten. Ach schön, haben wir ihr geholfen. Das ist doch was.
So, jetzt haben wir natürlich wieder die Quest, finde ein Schiff nach Skellige. Vorerst allerdings wird natürlich wieder gespeichert und jetzt reden wir mit dem Dorfältesten, wo wir gerade hier sind und er eine Quest hat, die wir nicht ablehnen können. Bist du taub? Ab mit dir, verwünschter Mutant! Was zum Teufel? Woher kommt dieser Hass auf Hexer? Woher? Das kann ich dir sagen. Einer der Euren kam her, fraß sich für 2 Tage voll. Dann wollte er uns einen Gefallen tun und unser Monster töten. Wir fragten nach seinem Preis, aber er sagte, er wolle kein Geld. Er wusste ja auch, dass wir keins hatten. Und schrecklich nobel von ihm. Was wollte er denn? Ja doch, was wollte er denn? Was wollte er, wenn kein Geld? Als Bezahlung wollte er etwas, was ich hätte, davon aber noch nichts wüsste. Das sagte er und ging. Und kaum war er raus, fing meine Tochter an zu heulen. Ich fragte sie, was los ist. Und sie, oh, ich ertrag's nicht, ich bring diesen Hurensohn um. Okay. Rede weiter. Sie jammerte, dass eine Bestie den Hexer töten würde. Was flennst du wegen eines Mutanten? Fragte ich. Da erzählt sie mir doch glatt, dass der Drecksack sie mit seinem bösen Auge behext und dann verführt hat. Das sollte sein Preis sein. Ein Hexerbalg. Ich wollte gerade sagen, die Hexer haben doch bei der Mutation impotent nicht, aber sie können keine Kinder mehr zeugen. Sie sind unfruchtbar. Das bedeutet, Hexer sind steril. Das heißt, es ist ein Hochstapler, dem wir hier auf die Schliche kommen. Hexer sind steril oder wo finde ich diesen Mann? Ich glaube, wir können ihm die Sorge nehmen, dass seine Tochter von ihm schwanger ist. Wenn er wirklich ein Hexer ist, hast du nichts zu befürchten. Wir können keine Kinder zeugen. Den Göttern sei Dank. Noch mehr von euch und wir sind verloren. Aber dieser da, der hat meine Tochter umgarnt und sie unter meinem Dach bestiegen. Das verzeihe ich nicht. Sag mir, wo er ist. Ich kann mich darum kümmern. Auf dem Friedhof. Da will er das Monster erschlagen. Hoffentlich reißt der Leichenfresser dem Lüstling die Gedärme raus. Nun. Du gehörst nicht zu den Männern vom Baron, oder? Nein, tue ich nicht. Der Baron hat es aber auch schon hinter sich, leider. Und wir haben... ich meine, wir waren ja gerade dabei, Nebenquests zu machen. Und das ist eine Nebenquest. Dass wir jetzt eine neue bekommen, konnte natürlich keiner wissen. Ich gehe stark davon aus, dass es ein Hochstapler ist, der hier sich durchgefressen hat und die Tochter umgarnt hat mit seiner starken Liebe. Das bedeutet, wenn wir jetzt herausstellen, dass es ein Hochstapler war und dann zu dem Dorfältesten zurückkehren, müssten wir ihm sagen, dass seine seine Tochter dann doch schwanger ist. Und hier ist ein Ghoul. Natürlich ist hier ein Ghoul. Da brauchen wir aber gerade auch keinen Spruch. Jetzt haben wir aus Versehen einen Hasen getötet. Wegen dir! Dort hinten kauert er. Überall tote Hasen, klar. Ich dachte, das ist genau der Friedhof, auf dem wir das Gruftweib getötet haben. Was in der verlorenen Folge mal war, also das, was ihr nicht gesehen habt. Auf jedem Friedhof hier war das. Und dort hinten kauert der alte Feigling. Wir speichern mal. Nicht, dass wir irgendwelche Optionen irgendwie auslassen. Und jetzt... Danke, danke. Ach, du kommst gerade recht. Noch einen Augenblick und der Ghoul hätte mich filettiert wie eine Flunder. Ich weiß gar nicht, ob ich hätte eingreifen sollen. Dein Kampfstil ist mir neu. Ich hätte dir einfach zusehen sollen. Wo wurdest du ausgebildet? In der Schule der Schnecke? Aber woher hast du dann dein Wolfskopfmedaillon? Du bist ein echter Hexer. Was hat mich verraten? Dass ich mir beim Anblick eines lausigen Ghouls nicht in die Hose gemacht habe? Antworte mir, woher hast du das Medaillon? Ich habe es von einem fliegenden Händler. Oh, da kommen Dörfler. Bitte verrate mich nicht. Das Monster ist tot. Oh, was ist das? 2 Hexer? Wir haben aber nur einen eingestellt. Nun, es hat 2 Hexer gebraucht, um diesen Ghoul zu töten. Hier ist nur ein Hexer und ganz ehrlich, ich habe keine Lust, diesen Mann zu decken.
denn er ist einfach ein Lügner, ein Scharlatan. Er hat sich in dieser schweren Zeit, in der Krieg ist und alle irgendwie Sorgen haben und die einen hören das ja ständig, die müssen mit Kuhfladen heizen, die sie nicht mehr haben, weil ihr Vieh gestohlen wurde und. Der eine hat ein Kind verloren durch dieses Kruftweib und alles. Und in dieser schrecklichen Zeit kauft der Mann sich ein Hexermedaillon und behauptet einfach, er wäre ein Hexer, frisst sich da durch bei den Leuten, bei den gutherzigen Leuten, die ihn da aufnehmen. Begattet die Tochter desjenigen, von dem er aufgenommen wird, und rennt hier hin und... Nee, ganz ehrlich, nein. Nein. Hier ist nur ein Hexer. Dieser Mann ist ein Scharlatan. Er reist von Dorf zu Dorf und legt die Leute rein. Nein, so ist das nicht. Ich kann alles erklären. Bestimmt. Er ist ein Gauner, ein Betrüger. Oh, wir haben Gesetze für seinesgleichen, besondere Strafen. Danke, dass du ihn enttarnt hast, Meister Hexer. Lasst ihn ziehen, bringt ihn zum Dorfältesten. Ich würde sagen, er muss für das, was er getan hat, auch seine Konsequenzen tragen. Da bin ich jetzt, keine Ahnung, ob das jetzt herzlos rüberkommt, aber ich finde, er muss für die Taten, die er getan hat, einstehen. Und vor allem hat er ja wirklich dann die Frau auch geschwängert. Und dazu soll er dann mindestens stehen, obwohl ich glaube, dass der Dorfälteste ihn dann eher töten wird oder töten lassen wird. Aber das liegt nicht in unserer Macht. Unsere Tochter hat er nicht Ich weiß nicht, wie ich das hier vernünftig aussagen soll. Es tut mir leid, okay. Also, er soll für das, was er getan hat, stehen. Ihr solltet ihn zum Dorfältesten bringen. Natürlich. Der entscheidet, was aus dem Halunken wird. Richtig. Der letzte Betrüger, der hier durchkam, hat mit Falschgeld gezahlt. Wir haben ihm die Hand abgehackt. Gewiss wird euer Ältester dafür sorgen, dass die Strafe dem Vergehen angemessen ist. Fangt damit an, dass ihr ihm das Schwert abnehmt und sein Medaillon ins Feuer werft. Lebt wohl. Zehn Erfahrungspunkte hat uns das gebracht. Quest aktualisiert einen mächtigen Hexer. Und abgeschlossen. 75 Erfahrung, sehr gut. Ganz ehrlich, wir wissen alle... Ist das wieder ein Bandit hier? Nee, ein nilfgaardischer Soldat. Hier haben wir ein Banditenlager hochgenommen und jetzt sind hier nilfgaardische Soldaten, die das Ganze überblicken. Naja, also es tut sich wirklich was, wenn wir hier was machen. Das ist irgendwie schön. So, jetzt gehen wir mal zu einem Dorfältesten und gucken mal, ob wir mit dem nochmal reden können. Aber ganz ehrlich, so in einem Hochstapler, da bin ich überhaupt nicht traurig darüber, dass wir ihm jetzt hier verpfiffen haben, so gesagt. Das ist mir sowas von egal. Wo haben wir denn hier den Dorf? Ist das überhaupt das Dörfchen, wo wir gerade waren? Ja. Doch. Ah, hier ist der Dorfälteste, oder? Ja, das müsste er sein. Er hat aber im Moment andere Probleme. Verstehe ich gut. Dann gehen wir mal in die Quests. Und haben hier noch ein paar Nebenquests. Hier der Baron, können wir natürlich die Karten nicht abnehmen. Wir können jetzt noch zwei Männer Gwind besiegen, aber wir haben ja gesagt, Gwind gibt es nicht im Let's Play, aber nicht mehr. Das bedeutet, die ersten beiden sind raus und diese Quest ist im Moment noch zu stark für uns. Gwind-Quest wieder und hier haben wir einen Freiwilligen, schau dich in der Umgebung um. Als Gera durch die sonnigen, aber vom Krieg gezeichneten Lande nach Ochsenfurt zog, hörte er ein äußerst seltsames Geräusch, etwas nach schiefem Gesang und dem Brüllen des eingeklemmten Schweins klang. Geralt wäre ein schöner Hexer, wenn er diese Sache nicht auf den Grund gehen würde. Aha, da habe ich gar nicht so aufgepasst. Kostbare Fracht, sägt der Hummel um die Wagen. Ach, das ist von einem Kaufmann in Weißgarten noch. Das heißt, wir haben nur noch diese Quest, die wir hier machen können. In Novigrad sogar. In Velen ist das sogar die letzte Quest gewesen. Das bedeutet, wir können... Und wir machen das hier natürlich noch auf der Weltkarte, beziehungsweise... Wir können hier direkt an den Wegweiser gehen. Und jetzt natürlich Novigrad. Oxford, das ist hier oben, genau. Dann gehen wir mal zum Steinbruch der Alten. Oder gehen wir nach Oxford? Wir gehen nach Ochsenfurt, komm.
Und von da aus können wir dann gemütlich dort hinüber flanieren, um uns mal anzusehen, was dort mit dem armen Schwein passiert ist. Aber ich muss sagen, ein Hexer. Ochsenfurt ist schon schön. Also es ist schön hier. Die Schiffe sind auch cool. Kann man hier anheuern? Doof gefragt. Wir müssen uns ja rein theoretisch nach einem Schiff oder für ein Schiff nach Skellige umsehen. Redanische Soldaten. Nee, nicht wirklich. Okay, also ich glaube, hier müssen wir auch später gucken nach einem Schiff. Der ist garantiert eine Ratte. Ja, ich schlitze dich gleich auf wie eine Ratte. Es tut mir leid, ich will gar nicht so gewalttätig sein. Aber ich Entschuldigung, die Herren. Ich weiß nicht, ob man sich irgendwann daran gewöhnt. Oh, die Musik ist schön. Pass bloß auf, Mutter. Da drüben wird gerade gesprochen. Und die spielen hier gerade ein schönes Lied. Ich mag die Musik. Sind wir uns nicht schon begegnet? Bestimmt. Entschuldigung, dass ich gerade hier so stehen bleibe und uns ein bisschen der Musik lausche. Aber ganz ehrlich, man muss auch mal sich Zeit nehmen für die kleinen Dinge des Lebens. Und ich mag den Soundtrack dieses Spiels. Ich liebe den Soundtrack dieses Spiels. Und das ist schön, gerade mal ein bisschen Musik zu hören. Hier ist ein Schleifstein. Ich hatte gehofft, dass es hier auch einen Schmied geben würde. Aber nichts dergleichen. Ach, das ist nur die Werkbank und das, wo wir unsere Sachen hätten verstärken können. Gut, dann machen wir uns mal... Schade, dass es keine Emote zum Tanzen gibt. Ah, das Lied ist zu Ende. Ich muss doch bitten. Ich hätte denen jetzt gerne ein paar Goldmünzen zugeworfen, weil ich mag das. Ich mag das sehr gerne. Es gibt ja auch tatsächlich in Gothic 2 damals, hatte in einer Gaststätte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Band quasi Premiere gehabt. Und das ist ja, es gibt ja dieses Mittelalter-Rock-Gedöns. Und da gab es wirklich eine Band in Gothic 2, die da in einer Gaststätte, ich glaube im... inneren Ring oder am äußeren Ring dieses König von diesem großen Obermacker da. Mir fällt der Name nicht ein. Lange, lange nicht mehr gespielt. Auf jeden Fall gab es da eine Band. Die hat da wirklich im Spiel eben dann so ein Lied gespielt, so wie die Jungs jetzt gerade auf dem Marktplatz. Und die sind dadurch eben auch berühmt geworden und haben dann auch wirklich, also sind dann auch steil gegangen in der Szene natürlich. So im großen Ganzen oder in der normalen Welt, wie man es jetzt... Ach, das ist blöd, in den Charts, sag ich mal, ist sowas natürlich nicht drin. Aber die Jungs sind dadurch wirklich eben, also es ist quasi Debüt. Und das finde ich sehr, sehr interessant, auf jeden Fall. Ja, so, wir wollen uns jetzt hier umgucken. Warum müssen wir den... Ach, der schickt uns hier ganz außen rum, weil er uns nicht durchs Wasser schicken wollte. Okay, das erklärt einiges. Ja, es zieht gerade auch ein Sturm auf. Ochsenfurt. Und wir laufen mal querfeldein. Wir wissen auf der Karte, wo das ist. Das wird uns ja auf der Karte auch angezeigt. Er wollte uns nur nicht durchs Wasser schicken. Deswegen ist der Weg jetzt außenrum. Hätte ich natürlich auch dran denken können, dass wir direkt schon richtig waren. Nach dem Schnellreisen. Aber gut, das kommt ja auch irgendwie, den Besten passiert sowas und deswegen machen wir uns jetzt nichts großartig an Vorwürfe, sondern ziehen weiter. Genau, hier waren wir ja und jetzt schwimmen wir einfach hier durchs Wasser in der Hoffnung, dass wir nicht abgeschossen werden, weil wir uns dem Schiff zu weit genähert haben. Das wäre sehr, sehr ungut. Und dann bin ich mal gespannt, was uns hier so erwartet, ob es hier wohl auch ein paar Ertrunkene gibt. Hüpf. Ich frage mich, da oben ist ein Schiff. Ich frage mich, was das mit der Quest auf sich hat. Ob wir das gelesen haben oder ob wir das wirklich nur zufällig mitgehört haben.
Im Wasser befindet sich ein Monster. Ich würde fast sagen, das ist sehr stark. Und hier am Ufer ein Bandit. Genau, Stufe 7. Okay, das ist auf jeden Fall machbar. Das ist mehr als machbar. So, das war der erste. Und das war der zweite. Und hier kommt der dritte. Ich finde unsere Axt gut. Das ist mal eine Abwechslung. Eine Abwechslung zum ganzen Schwertgedöns immer. Im Schwertkampf. Wir sind zwar sehr, sehr geübte Schwertkämpfer auf jeden Fall. Trotzdem finde ich den Kampf mit Axt jetzt auch nicht verkehrt. So, da haben uns Banditen direkt quasi begrüßt. Mal sehen, was wir uns hier jetzt in der Umgebung ansehen sollen. Ist das ein Mann? Das ist auf jeden Fall kein Mensch. Oder? Nein, es ist nicht. Es ist ein Felstroll. Na dann unterhalten wir uns mal mit dem Felstroll. Hallo. Hallo? Du, Netschling. Hier redanisches Armeelager. Kein Durchgang. Kein Boot klauen. Redanisches Lager? Wo versteckst du das denn? Siehst du nicht? Ich komme zur Armee von König Raluvit. Befehl, Boote bewachen. Die Boote sind ziemlich hinüber. Ich, Boote bewachen, sagen Redania. Aber kein Holz für Zaun. Nur Boote, ja. Drum Zaun aus Booten ich mach. Boote bewachen Boote. Das macht nicht so viel Sinn, aber okay. Ich find's cool, dass wir uns wirklich mit ihm unterhalten können. Wer hat dich rekrutiert? Warum bist du zur Armee gegangen? Hat dich jemand rekrutiert? Krut? Kein Krut. Gute Soldaten kommen. Häuptling sagt Boote bewachen. Sonst kommen Bauern und nehmen Bauernboote. Komisch. Verstehe nicht. Ich schon, glaube ich. Die Redanier haben Boote von Bauern beschlagnahmt und damit gerechnet, dass die Bauern sie zurückholen. Was ist dann passiert? Häuptling geht. Soldaten trinken und singen. Viel singen. Troll hört zu. Bumm, kommen Bauern mit spitzen Stöcken. Troll will helfen, rennt los. Ruft zu Bauern und Soldaten, zieht sie auseinander mit Vorsicht. Aber alle fallen um, auch Soldaten. Aber trotzdem Boote bewachen. Und ich bewache, ich Soldat. Und ich singe. Für dich auch? Nein, danke. Ich hab dich vorhin schon gehört. Aber wo sind denn die Leichen? Ich sehe gar keine. Troll hungrig. Wozu wegwerfen? Bauern sehr gut. Soldatenfreunde nicht so gut. Trotzdem große Suppe immer gut. Verstehe, Kriegszeiten eben, du bist gefährlich, wenn du Soldaten frisst. Ich muss ganz ehrlich sagen, der ist eigentlich sympathisch und der wurde einfach ausgenutzt von den Redanischen, ne, wie Geralt schon sagte, dann Bauern überfallen und jetzt den Troll angesetzt und der Troll wollte die ja nur auseinandernehmen. Also er wollte sie nicht auseinandernehmen, sondern er wollte sie auseinanderhalten. Ich werde mich versuchen, erstmal gut mit dem zu stellen. Ich mag den irgendwie. Er frisst zwar Menschen, aber er frisst sie nur, weil sie tot... sie sind aus Versehen gestorben. Er wollte sie auseinanderhalten. Wie wenn man halt zwischen den Streit geht, hat sie dabei aus Versehen getötet, weil so ein Troll hat eben eine etwas größere Kraft wie wir.
hat dabei aus Versehen welche getötet und wenn er dann Hunger bekommt und er wieder von den redanischen Soldaten mit Sicherheit nicht gefüttert dort, deswegen hat er eben die Leute gegessen. Also, wir nehmen mal das Erste. Ich verstehe schon. So ist das im Krieg. Du auch, Soldat? Nein. Trollmacht, Soldat. Trollhäuptling sagt, bring Farbe, du bringst Farbe. Farbe? Was meinst du? Farbe, Farbe. Bunte Farbe, rote Farbe, weiße Farbe in der Stadt. Geh, ich bewache Boote. Ach, wie süß. Gut, ich bring dir die Farbe. Ich glaube, er möchte sich wie die redanischen Soldaten bemalen. Gut, ich treib etwas Farbe für dich auf. Du gut. Redania Armee vergisst nicht. Ich komm und folg. Laufen. König Radu ist der Ruf. Und dein Junge dabei. Ach, wie cool. Ich feier das gerade so ein bisschen, dass wir jetzt echt mit dem Felstroll quatschen konnten und der möchte jetzt einfach nur ein bisschen Farbe haben, um sich anzumalen, wie die Armee, denen er jetzt dient, freiwillig. Deswegen heißt die Quest ja auch Freiwilliger wahrscheinlich. Das finde ich cool. Und er ist ein guter Troll. Wir haben es ja gehört, er wollte die Leute nicht töten und er hat eben, bevor sie da verwesen und Krankheiten ausbreiten, mein Gott, dann hat er sie halt gegessen. Er ist ein Troll. Ist ja nicht so, dass er jetzt andere Trolle gegessen hätte und ein Kannibale wäre. Und wir besorgen ihm mal die Farbe. Dafür ziehen wir das Ganze auch mal ein bisschen in die Länge noch. Ist ja kein Problem. Was haben wir denn hier? Müssen wir uns das klauen? Oder ist der Händler einfach nur schlafen? Welche Uhrzeit denn? Gleich 10 Uhr und es regnet. Ist stark. Upsala. Meditieren wir doch mal bis zum nächsten Morgen. So 7 Uhr ist doch gut. Oder nehmen wir 8 Uhr. Und dort steht der Händler. Hast du meine Waren schon gesehen? Nein, aber ich hätte gerne welche gesehen. Ach, da müssen wir gar nicht. Wir müssen zu dem hier. Oder? Na los, nicht lange gefackelt, zugegriffen. Oder müssen wir doch hier klauen? Ach, da ist der Kaufmann. Was kann ich für dich tun? Was ich heute nicht habe, kann ich bis morgen besorgen. Zeig mal, was du anzubieten hast. Wir können natürlich auch wieder Karten mal spielen. Mal sehen. Vielleicht suche ich mir was aus. Aber Gwind ist ja, wie gesagt, erstmal noch nicht für uns. Erst später. So, Farbe, Objekt, das für das Abschließen einer Quest gebraucht wird, wird natürlich sofort gekauft. Und wir können ja mal sehen, was wir so verhökern können. Diesen Trank brauchen wir eh nicht. Evaluance, teuren Schnappes und so. Können wir alles verkaufen, bringt uns aber nicht so viel. Was uns vielleicht was bringen könnte, wären hier Lederbälge oder Bärenfelle. Die verkaufen wir mal ein bisschen davon. Alte Schafsfelle. Und jetzt hat der Mann auch kaum noch Geld. Talisman, Xenogloss, die Sachen werden wir natürlich alle nicht verkaufen. Eine Kette brauchen wir gerade nicht. Pferdehaut können wir noch. Aber wie gesagt, wir können jetzt... er hat noch 160 Gold. Lassen wir ihm die mal. Wir haben schon einiges jetzt verhökert an dem Guten. Wir können ihm natürlich... wir brauchen die Waffen eh nicht. Und wir sind im Moment auch gut bestückt mit Geld. Also gehe ich mal die Gefahr ein, jetzt alles bei dem zu verkaufen. Auch wenn es eigentlich doof ist, weiß ich ja, weil das nämlich nicht so viel bringt, wie das, wenn wir das jetzt beim Händler verkaufen. Aber trotzdem. So, Zwergenklinge, schwupp, ach, die bringt uns einen Haufen Kohle. Sehr, sehr schön. Und das Ding natürlich könnten wir verkaufen, aber da wären wir schön doof. Auf Wiedersehen, guter Herr. Bis dann. Ich finde das cool. Jetzt gehen wir wieder, es ist auch cool, dass der Troll seine eigene... Oh, Entschuldigung. Dass der Troll seinen eigenen Wegweiser hat. So, dass wir jetzt ganz bequem hier hingehen können. So. Und schwupps. Guten Tag, Felstroll. Gefreiter Schieferzersteller.
gefreiter Schiefer. Das ist ja sehr ironisch, wenn man überlegt, dass er ein Steinfelstroll ist. Na, ich habe etwas Farbe für dich. Ich habe zufällig etwas Farbe dabei. Was ist denn? Farbe, ja, aber weiß nicht wie. Oh. Das könnte ein Problem sein. Menschling weiß wie? Mein Befehl, er wissen sollen. Ich schätze schon. Kommt drauf an, was? Vogelmalen. Redanischen Vogel wie auf Schild. Ich versuch's, es ist besser, wenn du das machst. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Wir können natürlich in unserer Hilfeslust sagen, wir machen das, wir versuchen's. Verkacken's aber hart und der Troll wird so wütend, dass er uns dann fressen möchte. Oder er versucht selber und scheitert und ist so traurig, dass er seine Wut an uns auslässt. Es kann aber auch sein, dass wir sagen, wenn du es selber machst, dass er natürlich mehr stolz darauf ist, dass er das dann selber auch geschafft hat. Auf der anderen Art, er ist ein Troll und wird es vielleicht gar nicht so schön hinbekommen, wie wir es vielleicht machen könnten. Und dann wäre er, und er weiß ja, dass wir ein Guter sind. Wir haben ihm ja die Farbe gebracht. Ja, dieses Spiel, ich habe Angst. Ich möchte dem Troll nichts Böses. Ich hoffe, ich habe vorher gespeichert, dass wir, wenn, nochmal zurückspulen können. Wir werden es mal versuchen. Wir versuchen, ihm den Vogel zu malen. Ich versuche es mal. Hast du einen Pinsel? Schön, Vogel toll. Meinst du? Solange du zufrieden damit bist. Du gut, nicht wie andere. Danke. Oh, so ein lieber Kerl. Und nicht verkehrt. Männer fallen tot vom Pferd. Oh, wie schön er singt. Trolle machen Suppe draus. Und ein Schema bekommen wir. Einen Haufen Schemen bekommen wir da. Schemata heißen die ja. Ziegenhaut bekommen wir noch. Ein bisschen Rehhaut. Oh, ich mag den. Der gibt uns hier so einen Haufen Sachen. Und er ist ein sehr treuer, ein bisschen treu doof, aber er ist ein sehr treuer Mensch. Ein sehr treuer Troll. Hier werden wahrscheinlich gerade die Soldaten gekocht. Und er freut sich einfach über den Vogel, den wir ihm gemacht haben. Ach schön, ich freue mich. Wir haben einen neuen Freund gefunden. Und den können wir in der nächsten Folge bestimmt auch nochmal anquatschen oder seine Lieder hören. Viel werden wir nicht mehr mit ihm machen können. Aber ganz ehrlich, dieses Spiel überrascht mich jedes Mal wieder. Ich freue mich da gerade richtig drüber, dass wir eine Kreatur sehen, die kein Mensch ist oder kein Elf oder so. Oder Elb. Ich bin mir nicht sicher, wie sie in diesem Spiel jetzt genau heißen. Ich glaube Elfen. Und konnten ihm einfach helfen. So, es ist eine Kreatur, die ein bisschen treudoof ist. Und wir konnten ihm echt helfen und wir haben ihn glücklich gemacht. Und das macht mich glücklich und ich hoffe, dass euch das auch glücklich macht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr dem Troll auch geholfen hättet. Dem guten, alten, lieben Schiefer. Oder ob ihr sagt, nee, so menschenfressender Troll, das ist mega gefährlich. Den hätten wir auf jeden Fall erlegen sollen. Schreibt mal bitte in die Kommentare. Mich würde da eure Meinung brennend interessieren. Ich freue mich auf euer Feedback. Bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Auf bald.